Was geht, Edwurm, zu diesem Video und heute habe ich mal ein erneutes Infovideo für euch. Heute kann es wirklich sehr interessant werden, heute wird es wirklich sehr, sehr spannend. Und zwar gibt es hier ein paar Infos. Es könnte nämlich so sein, dass es ein neues Contract DLC Part 2 quasi geben wird. Ja, ich werde euch heute ein bisschen was dazu erzählen, das was ich weiß. Ich werde das euch heute in diesem Video zeigen. Ich werde jetzt einfach mal sagen, fangen wir an. Und zwar, Testu hat einen Post mal rausgehauen und den werde ich euch jetzt erstmal vorlesen. Ihr habt jetzt den Post einmal auf Englisch eingeblendet, das ist so ein Forum. Ich werde euch das jetzt einmal auf Deutsch übersetzen, so gut wie ich jetzt hier auch Englisch kann, ihr wisst Bescheid. Ja, da hat er einmal geschrieben, ich habe gerade etwas realisiert. Das Skript, das die Free-Mode-Vorbereitung für den VIP-Contract handhabt, heißt fm-content-vip-contract-1. Es ist ziemlich offensichtlich, aber es scheint, als würde das nächste Update die Agentur wahrscheinlich zum zweiten VIP-Contract erweitern. Ja, das würde ich jetzt auch tatsächlich so sagen, ich bin ehrlich. Ich würde jetzt auch sagen, dass es einen zweiten Part geben wird, weil im Coding heißt es aktuell VIP-Contract 1. Damals gab es ja schon Illgotten Games 1 und 2, da haben sie ja auch zwei Parts draus gemacht oder das Import und Export DLC, daraus wurden ja auch zwei Parts gemacht. Ich weiß, es gibt noch mehr Parts, wo mehr DLCs, wo zwei Parts draus gemacht wird, aber das waren jetzt auch gerade nur zwei Beispiele. Es wird sehr wahrscheinlich ein Part 2 oder mehrere Parts des Contracts DLC geben. Dazu können wir mehrere VIP-Aufträge und andere Missionen dann bekommen. Davon gehe ich mal aus. Ihr könnt mir ja auch eure Wünsche und Vorstellungen mal in die Kommentare schreiben, damit ich auch weiß, was ihr euch so ungefähr jetzt hier darunter mal vorstellt oder vorstellen könnt. Ja, Rockstar Games schrieb damals auf ihrem englischen, ja wichtig, Englisch Newswire Post. Diesen werde ich euch jetzt hier einmal einblenden und dann noch einmal vorlesen. Sie haben jetzt hier halt geschrieben, den Titel hier werde ich jetzt erstmal nicht vorlesen, es geht direkt um den ersten Satz. Help Franklin with his first, ja, Betonung liegt hier wirklich auf first, VIP Contract. Es muss also wirklich, wenn das hier jetzt ein Part 1 ist, wird es auch sehr wahrscheinlich ein Part 2 hier geben, wie das hier jetzt auch hier im Post einmal ist. Das war damals der englische Post zum VIP Contract, wo das noch relativ neu war. Die Files zum Contract DLC im Coding heißen auch The Contract-Dr. Dre. Also so heißen die. Somit ist es auch eine genaue Benennung nach dem Contract DLC, was wir auch aktuell haben. Also ist es sehr logisch und auch möglich, dass ein neues Update des Contract DLCs kommen wird. Ja, wir können jetzt einfach nur hoffen und abwarten und weiter vermuten und alles andere. Aber aktuell steht es wirklich noch in den Sternen, was hier jetzt passieren wird. Ja, bald könnte also auch eine neue VIP-Hauptmission, in Anführungsstrichen Hauptmission, erscheinen, wo es dann ums Eingemachte geht. Eine coole Sache wäre es, wenn die Story-Charaktere wie Franklin, Trevor, Michael, Lamar in Klammern, sage ich jetzt mal, der war ja jetzt nur bei Franklin im Contract DLC dabei. Und wenn diese sich nach knappen 10 Jahren, GTA ist nämlich bald 10 Jahre alt, vereinen würden und ein gemeinsames Business mit Franklin und Lamar aufmachen würden, weil Lamar ist ja jetzt aktuell dabei, deswegen könnte man sich den mit Job, natürlich auch mit Job, ne, sehr gut vorstellen. Und man könnte Easter Eggs oder andere Anlehnungen einführen, aber das würde Rockstar Games, glaube ich, auch nicht machen. Das wären auch schon wieder zu viel des Guten. Ja, auf jeden Fall wäre das auch eine ziemlich nice Sache. Jetzt würden sich natürlich auch einige fragen, gibt es Hinweise? Ja, tatsächlich gibt es Hinweise. Solo 118 oder Solo 118, der Voice Actor von Franklin Clinton in GTA, als auch Story- und Online-Modus, hatte auf Insta hier im Bild eingeblendet einen Post rausgehauen. Auf dieser Debitkarte ist es ja, ist zu sehen, wann er abläuft. Das ist interessant, weil da steht Juni 2023. Das könnte eventuell ein Hinweis darauf sein, dass das Contract DLC Part 2 da kommen könnte. Es ist auch wieder nur Vermutungen von mir. Es kann aber auch schon früher kommen. Also es ist
kann auch wirklich sein, dass es im Juni jetzt hier dieses Jahr kommt und dass einfach nur irgendeine Zahl dahingeschrieben ist. Ja, aber es kann auch wirklich sein, dass es dann am Juni so in Richtung Sommer 2023 kommen könnte. Aber das alles ist halt nur eine Vermutung und liegt bis heute in den Sternen. Das wissen halt nur wirklich die und Rockstar Games. Ja, mehr genau kann ich euch dazu jetzt auch nicht sagen. Ihr könnt mir halt wie gesagt immer eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Das würde mich auch wirklich sehr interessieren, weil ich mir das echt gerne durchlese, eure Meinung dazu, eure Erwartungen, eure Wünsche, eure Kritik dazu. Würde mich wirklich sehr interessieren, wenn ihr das mal in die Kommentare schreiben würdet. Ja, wann kommt das, wann soll das denn kommen? Das kann wirklich keiner sagen, außer die. Und das werden die auch so schnell nicht machen. Das ist wie immer mit den DLCs. Vielleicht kommt es noch im Sommer. Was ich mir aber auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass das DLC im Frühling mit dem GTA 5 Remastered Version kommen kann. Bei GTA 5 Remastered ist es schon sehr interessant, wenn wir jetzt da mal kurz zurückkommen. Es könnte sein, dass die Lobbys über 30 Spieler gehen könnten, aber auch nur könnten, das muss nicht sein. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen. Da ist im LSK-Meet aktuell, im LSK-Meet gibt es aktuell über 75 Autostellplätze. Deswegen kann ich mir das wirklich sehr gut vorstellen, dass das passieren kann. Es gibt auch neue Infos zum nächsten Update oder besser gesagt GTA 5 Remastered Version. Es wurde bereits eine neue Farbkategorie eingefügt im LSC, also im Los Santos Custom. Diese heißt aktuell Chameleon. Hierzu habt ihr jetzt auch gleich mal einen kleinen Clip eingeblendet. Die Macher davon sind auch in der Videobeschreibung verlinkt. Also die Credits sind in der Videobeschreibung, könnt ihr auch mal abchecken. Jedes Auto hat einen eigenen Shader jetzt bekommen. Also die haben den Shader überarbeitet und darauf wurde ein Farbverlauf gepackt. Kennen bestimmt welche vom Photoshop, wenn man da auf irgendein Bild einen Verlauf packt. Diesen Clip werde ich euch jetzt hier einmal zeigen. Wir können also im Großen und Ganzen doch eine Menge erwarten. Wie gesagt, alles aktuell liegt dazu noch in den Sternen. Ich würde euch jetzt erstmal den vollen Clip einmal abspielen, damit ihr alles davon Bescheid wisst. Ja, Freunde, das ist auch schon der ganze Clip gewesen. Ich hoffe, euch hat dieser Clip gefallen. Wie gesagt, Quellen und alles andere, wenn ihr euch das nochmal selber angucken wollt, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall soll es das jetzt von diesem Infovideo gewesen sein. Es ist tatsächlich mal ein bisschen längeres Infovideo gewesen, aber ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare oder schreibt sie mir gerne über Discord. Link dazu auch in der Beschreibung. Könnt ihr gerne auf meinem Server joinen und mir dann einmal schreiben oder in diesen Community-Chat-Raum, den wir da haben, einmal reinschreiben, da können wir auch gemeinsam diese Fragen dann alle beantworten. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like und mit einem Abo, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen bis jetzt. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video oder auch im nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao!